Hallo und herzlichst willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Gut, dann. Dahinter scheint nichts zu sein. Okay. Hilf mir mal damit. Okay, bereit? Komm schon. Da sind noch mehr. Türen versperrt. Das wird sie nicht lang machen. Das klingt nicht gut. Oh nein. Verdammt, was ist das denn? Ein Bloater. Ellie, in Deckung! Ich mach das. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Der Bloater bloatet. Oha. Es war einfach nur daneben. Oh, oh, oh. Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Mann! Ich bräuchte jemand Hilfe! Du bleibst bei mir! Die Frage ist, ob ich den Blaute überhaupt töten kann. Was tangiert ihn überhaupt nicht, dass ich den beschieße? Wir müssen irgendwo hoch, hat er gesagt. War da irgendwas zum Sammeln noch? Hier rein oder was? Was? Warte mal. Ich denke schon, dass ich den töten muss, oder? Oh fuck! Oh fuck! Ich hab keine Ahnung, Leute. Soll ich ihn töten oder nicht? Okay, der hat gesessen. Na gut, da würde ich jetzt zur Schrotflinte wechseln. Oh, ich hab doch eine Dingensbombe. Ich Depp. Ich Vollhorst. Zack! Oh, da ist nicht mehr viel dran an dem. So, komm, Kumpel. Dingensbombe. Okay. Ja, wir. Oh, puh. Wow. Was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte! Danke. Warte mal, was haben wir denn hier? Da sind wir auf die Tribüne. Hilf mir auf, Joel. Ach so, ist voll. Okay, dann halte ich mich mal schnell. Gut, dass wir jetzt Jagdgewehr-Munition verballert haben, finde ich nicht so schlimm, weil da oben nichts liegt. Ja, weil ich mir sagte, wer eh, das ist so sperrig irgendwie, weil das Zielen in dem Spiel finde ich saumäßig schwer. Und ja, das Jagdgewehr ist halt wirklich, ja, einfach sperrig. Von daher würde ich das eher ungern einsetzen. Ja, von daher egal. Und die Bomben, die kann ich eh wieder herstellen, wie ihr seht. Also da haben wir auf jeden Fall noch, wir müssen einen Molotow-Cocktail herstellen, weil wir zu viel Alkohol haben. Ja, es kann auch vorkommen, dass es zu viel Alkohol gibt, ja. Ich trinke übrigens keinen Alkohol, für die Leute, die es nicht wissen. Oh, das ist natürlich geil. Dankeschön. Ja, gut, dann hoch, hä? Hier hoch. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Gut, kommt schon, kommt. Joel, hinter dir! Verdammte Scheiße! Ja, ich merke das schon. Kann ich hoch? Oh, Scheiße!
Was? Ich kann nicht hoch? Okay, okay. Ich will hoch. Was mache ich falsch, Leute? Hä? Was mache ich denn falsch? Lass mich. Ich weiß, wo ich hin muss. Hier hoch? Nein. Hier hoch? Nein. Okay. Haha. Ups. Sag mal. Ich bin einfach am Sterben gerade, ne? So richtig gut sogar. Also ich muss sie töten. Ich hasse diese Dinger. Okay. Danke für die Info, dass ich sie töten muss. Ich habe gedacht, ich könnte abhauen. Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. Schreibt mir mal bitte eure Erfahrungswerte in die Kommentare bezüglich Schießen in diesem Spiel. Ist es wirklich so schwer oder stelle ich mich einfach so dämlich an? Das hätte ich echt gerne mal gewusst. Weil ich habe ja schon den Multiplayer gezockt. Und da muss ich sagen, da ist das Ziel irgendwie einfacher. Also, ich weiß nicht warum. Oder vielleicht liegt es daran, dass ich noch die Fähigkeiten verbessern kann, dass ich besser zielen kann und so. Vielleicht liegt es daran, dass ich zu sehr wackel beim Zielen. Keine Ahnung. Dass das gewollt ist vom Spiel, sozusagen. Ja, ist ja gut. Ich geh mich auf die Nüsse. Was war das denn jetzt? Lauf weiter! Ich bin hinter dir! Ja, ich bin da. Ein ins Haus, los! Na, das lief ja toll. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann Lass sich den Job... Lass Tess da raus! Ganz das hat nicht ihren... mit! Scheiße. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier und... Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Himmel! Das gehört auch mir! Na, vielleicht gehört hier irgendwas auch bald mir. Kann ja sein, ne? Ja. War der Frank jetzt der... Gute Idee. Ja, ich wollte... Ich lasse es dich wissen. Ich wollte auch gerade sagen, gute Idee, aber dann kam der Joel mir zuvor. War der Frank jetzt der...
Partner wie Paar, also ne, das Paar? Oder war es nur so ein Partner? Hm. Man weiß das jetzt nicht, ne? So, okay. Wow, das ist echt viel Zeug. Lecco mio. Okay, das ist sehr, sehr cool. Dann können wir nämlich meine Waffe schon wieder aufgebraucht fast. Franks Nachricht, ansehen. Vergrößern. Okay, das ist echt viel. Ach Bill, ich bezweifle, dass du diese Nachricht je finden wirst, weil du immer zu ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, sollst du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast, ich hab sie. Aber du hattest wohl recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem, besser als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Okay, das trotzdem habe ich irgendwie falsch betont, aber ist egal. Ist egal, ist eher nichts an der Tatsache, dass der Frank jetzt trotz allem, trotzdem, tot ist. Gut, nee, da kann man nicht hoch. Ja, können wir noch irgendwas Schönes bauen? Ja, wir haben zu viel Alkohol. Und wir haben auch eine Menge Sprengstoff. Gut, Sprengstoff brauchen wir prinzipiell erstmal nur hierfür. Also, Waffenverbesserung wäre jetzt Schwachsinn, weil die Waffe ist fast kaputt. Ja, Medikit. Ah, nee, machen wir hier. Lumpen. Lumpen. Oh, natürlich ein Messer. Ha, wie konnte ich das übersehen? Ich Idiot. Okay. Und hier, 45. Da warten wir noch auf die 100. Würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen. Okay, 14 Schuss für die Schrotflinte. Das ist schon enorm. Okay, da haben wir einfach gar nichts mehr. Ist auch nicht weiter tragisch. So. Okay, Bogen. Bow and Arrow. Und natürlich unser schöner Revolver. Weiß ich nicht so wirklich. Wobei ich glaube, die Mannstoppwirkung ist bei der Pistole, glaube ich, besser. Revolver ist durchschlagkräftiger, aber wenn ich immer auf Distanz halten möchte, weil ich ja so ein scheiß Schütze bin, ist die Pistole, glaube ich, besser. Okay, Bill, dann los. Was liegt denn da? Warte mal. Hör auf. Hä? Das war gerade nicht da. Leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen. Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Warte mal, da ist Munition. Jetzt gib Gas. Gib Jawohl. Gas. Ach so, ist voll. Ja, ich muss gleich die Schrotflinte mal nehmen. Hey, ganz toll, Kleine. Bill, lass gut sein. Ellie, wir versuchen es nochmal. Konzentrier dich. Da, wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Okay. Oh, Mist. Okay, das war's mit der Waffe. Nein! So, komm her, du Pisser. Komm her. Fein, ja, fein. Das war's. Zurück zum Truck. Nix gibt's. Ich muss erstmal Munition holen. So. Wenn wir schon so viel Munition haben. Oh. Wo ist denn der Bill hin? Bill? Ach da. Hä, wo warst du gerade? Jeck. Wir sind zu langsam. Dann schieb doch mit. Leute, am Haus vorbei, rechts. Dort rechts. Oh, damit geklickert. Warte. Komm schon. Soll ich beide töten? Fick. Die Henne. Alter. Wow. Uns beeilen. Schieb weiter. Das war ein eher zufälliger Kopfschuss. Okay.
den Tag versaut. Das weißt du, Joel. Da links. Beide. Auf einmal. Was ist denn hier los? Muss hier weg. Da ist ein Klicker. Tut mir leid, Bill, aber ich muss es tun. Scheiße, sind zu viele. Ah! Was ist denn hier los? Lad doch mal schnell. Willst du mich verarschen? Alter, wie langsam der nachlädt. Wie langsam der nachlädt. Alter Vater. Der wird ein zweijähriges Kind. Na, ist egal. Schneller lachen, dann würde ich sagen. Alter. Den Tag versaut. Schon, der ist so laut war gerade. Das weißt du, Joel. Es kommt bald wieder los. Leute, die andere Seite! Ja, ist gut. Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Ja, warte. Der muss erstmal nachladen. Warte, das dauert eine halbe Stunde. Das ist so lächerlich. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist so lächerlich. Als hätte er das erste Mal in seinem Leben eine Waffe in der Hand. Weil er seit 20 Jahren schon ums Überleben am Kämpfen hat. Schon wahrscheinlich tausende Menschen und Infizierte getötet. Aber lädt nach. Wieso? Nee, ich verstehe das nicht echt. Bald wieder los, Bill. Boah, der höchste Schwierigkeitsgrad. Ich werde so ausrasten, ne? Ich werde so viel kaputt hauen. Nein, das ist nicht. Hilfe! Ja, Hilfe! Ich kann nicht alleine! Weil der Joel ist in der Lage, allein vier Leute platt zu machen. Ja, super. Okay, Ellie, jetzt dann. Ja, nee, das ist super, ja, macht nicht Spaß. Hier drüben! Hilfe! Wie hört sich das an, Bill? Ja, und die Infizierten hören das auf. Wir müssen in den Truck! Joel, lass es! Wir müssen... Weil wenn ja einfach Kopfschüsse nicht als Kopfschüsse gewertet werden, das ist auch noch so ein Ding. Na gut. Weil ich schieße, dann macht er erstmal eine Pause. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ja, genau. Ja. Natürlich. Na ja, gut, ich weiß nicht, ob wir jemals weiterkommen werden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist auch schon mal unten. Joel, lass es! Wir müssen hier weg! Ja, die KI, die hilft auch wirklich sehr gut mit, würde ich sagen. Das ist ein Top-Schütze, der Bill. Er kann sich gut alleine helfen. Oh, ein Gegner. Wo kommt der denn her? Ja, genau. Eine Schrotflinte hat eine Streuwirkung. In jedem Spiel, auf dem Atari. Auf dem Atari hatte eine Schrotflinte schon eine Streuwirkung. In dem Spiel hier nicht. Das hat einen Streuradius wie ein Scharfschützengewehr. Meine Fresse. Ich habe übrigens auch kein Messer mehr natürlich. Ist ja klar. Ich habe so einen Scheiß. Lad mal nach, genau. Da hat das Spiel auch so dumme Bugs. Ja, genau. Klar. Boah, ist das frustrierend. Joel, lass es! Wir müssen hier weg! Was soll ich denn lassen? Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt weiterschieben oder was? Sag mal, lass es.
Nahkämpfern. So. Ich würde ja gerne nachladen, aber... Spring in den Truck, okay. Vielleicht ist das der Fehler, vielleicht spawnen die jetzt endlos. Los, los! Gib Gas! Okay, das reicht! Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Biller, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Solltest du schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hasse sowas. Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow! Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Vorsicht! Bitte! Oh Mann. Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Alone in the big and bad feet and bad man. Oh Lord, if you hear me, I can hope to understand.